Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin-Update auf dem Kanal. Es ist der 20.05.2018. Wir schauen uns heute mal den Bitcoin-Chart wieder etwas genauer an. Wir sind jetzt ein paar Tage nach der Konsensus. Die Leute sind ziemlich enttäuscht, weil wir jetzt nicht direkt diesen 70% Run gesehen haben nach der Konsensus. Wir schauen uns trotzdem charttechnisch an, was denn momentan für uns so im Gange ist oder was denn momentan nach oben so möglich ist und auch nach unten. Ich habe jetzt zwei Szenarien. Die Frage ist jetzt natürlich, ob wir bei 7.900 den Boden erreicht haben oder ob es nochmal tiefer geht. Wir haben ein Szenario, das uns deutlich über die 9K katapultieren würde und dann ja weiterlaufend auch auf höhere Zahlen Richtung 13.000. Wir haben ein Szenario, was nochmal richtig weit nach unten gehen würde, Richtung 7,2K. Und das Ganze schauen wir uns jetzt in Ruhe an. Generell gesagt, an die Leute, die jetzt so enttäuscht sind mit der Konsensus, seht das Ganze einfach langfristig. Bitcoin ist ein langfristiges Investment und selbst wenn Bitcoin auf 3.000 runtertippt, ist es für mich kein Problem, weil ich nachkaufen werde, weil ich an Bitcoin glaube und weil ich daran glaube, dass wir uns mindestens noch verzehnfachen auf Midterm-Basis gesehen. Longterm kann natürlich keiner was sagen, da ich nicht weiß, ob es in 10, 15 Jahren überhaupt die Welt noch gibt. Deswegen wäre das ziemlich irgendwie ja unüberlegt, dazu sagen, okay, wir sind safe an den 200.000 Dollar Bitcoin. Das will ich nicht sagen, aber für mich ist Bitcoin momentan immer noch total undervalued und ihr müsst einfach ein wenig geduldiger werden, auch wenn wir jetzt momentan vielleicht wieder ein wenig dippen. Seht das Ganze einfach positiv. Wir haben einen Run erlebt von den 6.500 zu den 9.900 und korrigieren uns jetzt. 9.900 zu 7.900 ist, glaube ich, eine starke Korrektur, wenn das halten würde. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich an, was hier abgeht. Wir sind jetzt hier zuerst die bullische Variante. Das heißt, wir sehen hier mal nach diesen 7.900 5 Subwellen nach oben. Und ich wurde heute in der Gruppe gefragt, ob ich denn mal zeigen könnte, wie man denn FIP-Extensions anlegt. Ich kann euch das Ganze gerne zeigen, weil es echt nicht schwierig ist. Wenn man hier bei Welle 1 die Extensions anlegt, kann man ungefähr erahnen, wie hoch die Welle 3 oder eben auch die anderen Wellen nach oben gehen. Das Ganze kann man auch im Downtrend machen und ich zeige euch gleich, wie das im Downtrend geht. Wir sind jetzt hier bei Welle 3, da targeten wir im Regelfall immer eine One-to-One-Extension. Ihr müsst das Ganze auch genau anlegen, damit das auch funktioniert. Also immer von der ersten grünen Kerze der Welle nach oben, damit ihr halt auch wisst, wie weit ihr das Ganze targeten müsst. Wozu braucht man das jetzt, ist die Frage. Ganz einfach, wenn ihr zum Beispiel hier jetzt nach der Welle 3 nach einem passenden Entry sucht, dann seht ihr hier, okay, wir sind bei 0,5 gebounced, wir haben 0,5 supported, ich gehe jetzt ab 0,5 long. Wo soll ich verkaufen? Und genau da legt ihr jetzt die Extensions an und seht, okay, One-to-One-Extension ist für mich ein gutes Setup zum Shorten, ein gutes Setup auch, um meinen Long zu verkaufen. Und das wäre dann mal das Erste, was man hier raussehen könnte. Was man dann auch sieht, wenn die Welle 3 eine One-to-One-Extension schafft, kann man bei der Welle 5 immer von einer 161.8-Extension ausgehen. Und ihr seht auch, ja, ein paar Dollar, 15 Dollar oder so, nicht geschafft. Das wäre jetzt mal das Erste. Und genau das Gleiche kann man im Downtrend auch machen. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine Welle A haben und auf eine Welle C spekulieren, dann würden wir die Welle C mal mindestens in diesem Bereich hier runter targeten von der One-to-One-Extension. Das ist die ganze Magic dahinter. Die Frage ist jetzt natürlich, was ihr natürlich wissen wollt, wie sieht es aus, wo geht's hin, wie weit geht's hoch. So, was wir hier jetzt mal sehen, ist eine Art ABC-Korrektur. Was heißt eine Art? Es ist eine ABC-Korrektur. Die Frage ist nur, wie zählen wir das Ganze? Es gibt jetzt die Variante, dass wir hier sagen, okay, das ist B, wobei das natürlich schon extrem hoch wäre für B und da bricht B fast schon A, was ziemlich unwahrscheinlich wäre. Und dann hätten wir hier noch ein C nach unten, wo wir wie gesagt eben das C Richtung 8.100 targeten würden, weil wir eben die Extensions ziehen und eben dann sehen, okay, wir haben hier One-to-One-Extension und wir ziehen uns natürlich auch wie immer die FIP-Retracements. Ihr dürft nie vergessen, wenn wir 5 Wellen nach oben gezählt haben, dann müsst ihr die FIP-Retracements immer für alle Wellen ziehen und nicht nur für die Subwelle 5, ganz wichtig. Das heißt, wir hätten hier jetzt Confluence, wir hätten hier 0,618 FIP-Retracement-Ratio und wir hätten auch die One-to-One-Extension. Das wäre mal unser erster Ansatz. Der zweite Ansatz wäre, was, wenn das hier irgendwie schon die Korrektur war, sprich bis zu 0,5 Retracement und bis zu 78,6% Extension, das war jetzt schon die ganze Korrektur. Das heißt, wir hätten hier irgendwie unser A gesehen. Dann hätten wir hier eine Art B gehabt nach oben und dann wäre das irgendwie C gewesen. Das ist momentan ziemlich schwer zu zählen. Das heißt, man könnte irgendwie auch sagen, okay, das war A. Das B mit so einer Art Flag Pattern, also diese ABCDE Pattern, die sehen dann irgendwie so aus, dass man hier mit einem A reinkommt. ABCDE. Wobei das natürlich schon ziemlich mikroskopisch wäre. Ihr seht, man sieht fast gar nichts. Dementsprechend beschränken wir jetzt bei den Count jetzt mal darauf, dass wir entweder eben das B gerade sehen und das
Ziel noch, das Ziel noch runterkommt oder das wir eben schon ABC gesehen haben, tut auch generell nichts zur Sache, weil ihr seid jetzt, glaube ich, keine Daytrader-Scalper. Wenn ihr das seid, müsst ihr sowieso selber analysieren. Im Prinzip geht es darum, wäre unser bullisches Szenario jetzt hier, wenn wir hier den Boden erreicht hätten, dann könnten wir eben mindestens von einem 9K-Szenario ausgehen. Ich zeige euch gleich warum. Und dann wären wir aus dem Korrekturschema raus. Und wie ich euch im letzten Video gesagt habe, nach den 7700, die 13300, dann wären wir wirklich auf dem Weg mal Richtung 11500 hoch, weil bei 11500 natürlich die stärkste Resistance ist, die wir eben kurzfristig gesehen haben. So, hier nochmal die Extensions, wo ich euch zeige, warum auf 1-to-1-Extension hochtargeten, beziehungsweise 161.8. In dem Fall haben wir jetzt hier eine Welle 1, das müsst ihr auch verstehen. Was wir hier sehen, sind lediglich Subwellen, das heißt, wir haben hier eine komplette Welle, das wäre die komplette Welle 1, hier haben wir die komplette Welle 2 und dann käme jetzt die Welle 3. Und wie ihr wisst, sind die Wellen 3 immer die längsten eigentlich, also sind selten, sagen wir mal so, sind nie die kürzesten, aber eigentlich fast immer die längsten. Es gibt ab und zu den Fall, dass vielleicht die Welle 5 länger ist, aber im Regelfall ist Welle 3 eigentlich immer die längste Welle und würde ich da jetzt mindestens auf 161.8 targeten. Wenn das die Welle 3 wäre, dann hätten wir schon mal ein bullisches Szenario, was uns knapp auf die 9K katapultieren würde. Was ihr jetzt hier wissen müsst, wir brauchen definitiv einen Break über die 8,4K, also ich würde sagen 8,5K wäre jetzt hier die 78,6 Ratio von der Extension von dieser Welle, also 78,6, 8,5K, sollten wir brechen, dass wir von diesem bullischen Szenario ausgehen und dass wir diese Short-Szenarien begraben können, wo wir sagen 7700 bis 7200. Das wäre jetzt mal unser bullisches Szenario und ihr wollt natürlich sicher auch das bearische Szenario hören, weil ihr natürlich bestens vorbereitet sein wollt auf jegliche Szenarien. Wir schauen uns jetzt auch gleich das bearische Szenario an, nachdem wir das hier nochmal alles rausgelöscht haben, damit das Ganze ein wenig übersichtlicher wird. Das bearische Szenario ist ja nicht ganz easy. Ihr wisst, im letzten Video habe ich euch die WXYZ-Korrektur gezeigt. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir hier dieses ABC-Muster haben, sprich wir haben A, B, C nach unten, dann den Impulse Wave Failure, sprich die X-Welle und dann eben jetzt nochmal das neue ABC. Wir sind bis jetzt davon ausgegangen, dass wir hier die Welle A hatten, hier die Welle B und hier die Welle C. Sprich, ich zeige es euch jetzt nochmal. Das wäre jetzt das bullische Szenario. A, B, C. Dann wäre die Korrektur zu Ende und wir hätten eine sehr kurze C-Welle. Könnte auch sein natürlich. Und das bearische Szenario wäre natürlich der Worst Case, wenn das hier alles A wäre, das eine große B-Welle und wir dementsprechend noch eine C-Welle nach unten erwarten, die natürlich in dem Bereich 7200, ja, ziemlich, ja, wahrscheinlich gehen könnte, wenn wir uns die Extensions ziehen wieder. Ich mache jetzt so oft wie möglich Extensions, damit ihr das wirklich oft seht und damit es auch in euren Kopf reingeht, damit ihr wisst, wie das geht. Wir hätten die 1-to-1-Extension dann bei ca. 7400 und was noch viel wichtiger ist, wir hätten auch die 0,786 Retracement-Ratio von den Hauptwellen bei den 7200. Das heißt, wir haben auch ein bearisches Szenario, weil niemand weiß gerade so recht, auch die Top-Analysten, die ich so schaue, keiner weiß so recht, wie man das jetzt interpretieren soll. Auf alle Fälle müsst ihr auf beide Szenarien vorbereitet sein, aber wenn wir das irgendwie so zählen, können wir das Ganze wirklich irgendwie easy auch als 0, 1, 2, 3, 4, 5 zählen. Wisst ihr, wie ich meine? Dann wäre das irgendwie 2, eine große Welle 3, 4, 5. Dann hätten wir hier auch Welle A. Also das Szenario ist auch, das Szenario ist auch ziemlich heiß. Und deswegen, ich traue mich jetzt auch nichts zu machen, so persönlich. Ich traue mich wieder zu shorten irgendwie oder noch long zu gehen. Ich habe zwei Punkte, worauf ich schaue. Wenn wir 8100 bis 8050 brechen nach unten, gehe ich von dem bearischen Szenario aus. Wenn wir 8500 nach oben brechen, gehe ich von dem bullischen Szenario aus und plane weitere Schritte. Auf alle Fälle würde ich euch empfehlen, wenn wir, ich darf ja nichts empfehlen, ich bin kein Investmentberater, also ich empfehle euch nichts in dem Fall, aber was ich machen werde, wenn wir nochmal nach unten gehen, ist auf alle Fälle Bitcoin nachkaufen, also in diesem Bereich nach unten, sprich ich lade meine Buys von 8000 weg, also 8100 starte ich weg bis zum 7200 Retracement, falls wir überhaupt so weit nach unten gehen. Und was ich jetzt machen würde, wenn wir das bullische Szenario haben, ist ganz einfach, momentan mache ich noch gar nichts, wenn wir die 8500 brechen, schaue ich mal an, ob ich einen Long noch reinhaue. Das mache ich jetzt nach dem Video, wenn ich noch genug Zeit habe. Und das wäre einfach mal mein generelles Update zum heutigen Tag. Es ist jetzt 17.48 Uhr. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Informationen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir sie gerne in die Kommentare. Schreibt mir gerne euer Feedback zu den Videos. Wie gesagt, bullisches Szenario 8500 Break, bearisches Szenario 8050. Ich bedanke mich mega für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für euren Support. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technik Crypto.